gechillt irgendwie. Das zieht so schön. Wenn du lange nicht Beinpresse machst, dann ist der nächste Tag natürlich Katastrophe. Nein, 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 nicht hoch. Aber sonst. Das ist eigentlich ganz gechillt so. Komm, mein Freund. Warum ist er jetzt abgehauen? Habe ich die Kette verkackt, glaube ich, ne? Doduing. Grüß dich, danke für dein Follow. Sei grüß, willkommen im Stream. 50 S-Coins für dich, Grauner. Viel Spaß. Und go! Oh, nice. Parallel. Jetzt bloß kein Stinktier noch, ne? Alles andere wäre okay. Doch. Aber Kette ist nicht gebrochen, krass. So, Captain, Test bestanden. Test bestanden. Niklas, willst du Sportler werden? Du beginnst mit 20, dann auf 50 Beinpresse nach 100. Warum mit 20? Dann macht überhaupt keinen Sinn. Wenn du 150 drücken kannst, macht 20 gar keinen Sinn. Denn 20 ist nix. Das ist nicht mal Aufwärmen. Anders, wenn du sagst, mein Maximale ist jetzt 50, dann natürlich mit 20 anfangen, aber die 20 und die 50 machen keinen Sinn. Also, wenn du 150 drücken kannst mit Bankdrücken, Beinpresse, dann fängst du mit 100 an zum Aufwärmen oder 110, aber keine 20 von 20 auf 150. Das macht sau wenig Sinn. Ja. Weil du willst ja bei 3 Sätzen das Maximale auch rausholen. Nur dass beim ersten Satz, sag ich mal, so ein bisschen sich dran. Och man, das ist wieder so ein Scheißteil, oder? Oh ne, das ist cool, das nehme ich. Wenn das Shiny kommt, umso besser. Weil das wäre das nächste Projekt, wenn wir Perlu fangen. Schade, kein Shiny. Niklas, aber mach Kniebeugen auch, ne? Kniebeugen mit Hantelstange. Beinpresse ist immer so kontrolliertes Drücken, ne? Kniebeugen ist dagegen was anderes, kannst du nicht so viel Kilos dabei haben. Aber dafür ist es viel anstrengender und auch beansprucht halt natürlich mehrere Partien. Verpiss dich, ey. Was? So, ne? Achso, das muss ich jetzt nicht. Oh, 38, Alter, hau ab. Kette gebrochen, aber egal. So, ich gönne jetzt mir mal Thai. Nice, Freddy. Hättest du mir Freddy was empfohlen? Thai wäre auch möglich gewesen gerade eben. Ich habe jetzt indisches Essen genommen. Hättest du mir was empfohlen hier? Thailändisch. Ich kenne Chinesisch, Japanisch. Koreanisch kann ich sogar, kenne ich viele Sachen. Thailändisch, I don't know. Indisch auch nicht. So. So. Ich mache genau dieselben Hunting-Projekte wie du gerade, die waren. Nice, die waren nice. Freut mich. Ich denke ich mal auch ein bisschen Abwechslung, ne, von der Safari. Ich wollte heute auf jeden Fall keine Safari-Action machen. Vietnamesisch, habe ich kann auch kein, also wir, kein Plan. Thailändisch. Vietnamesisch, Pakistanisch, Indisch, Persisch. Das sind so Sachen, habe ich mal probiert, ne, durch Freunde. Aber ich kenne mich da null aus. Und wenn jemand da was Cooles hat, was scharf ist, aber auch natürlich auch schmeckt, kann mir auf jeden Fall mal Tipps geben. Ich esse gerne. Besonders, sag ich mal, nicht das 0815, was man sonst essen kann, ne? Oh, schon wieder at random. Oh, was ist denn das? Den hatten wir heute noch nicht, ne, den Gauner. Das kann First Call Shiny sein, guys. Ne, doch. Oh!
feels cold, Shiny! Oh mein Gott! Shiny Gun wieder am Start, guys. Feels cold, Shiny! Let's go, come on, drop image yet, guys. Aber ganz Ratzfatz-Modus, Freunde. Ratzfatz-Modus. Ratzfatz-Modus. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Bäh. First Call. Guys, bam, fertig. Hier ist Shiny. Lumpy. Cool. Lumpy ist cool. Lumpy ist echt nice. Cooles Poki. So, Meisterball natürlich. Nee, Quatsch. Finsterball. Hier. Zweites Shiny. Und ist es drin? Tropenregen LP. Grüß dich, danke für dein Follow. 50 S-Coins für dich, Gauner. Viel Spaß. So. Nice. Nächstes Shiny, guys. Nein. Lumpy. Überhaupt nicht auf dem Bildschirm gehabt, Lumpy. Zack. Deswegen gehe ich auch zu den anderen Pokis hin. Falls du sie nicht hast, geh auch zu den anderen Pokis, die nicht auf deiner Liste sind und die gerade plötzlich auftauchen bei Dexter.